Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so wir sind in Dortmund stehen geblieben, denn wir wollen von Köln nach Heisenberg City. Köln ist irgendwo hier rechts, Heisenberg City ist da oben. Und jetzt hatten wir den Umstand, dass die Linie sich automatisch, also ja, wie soll man sagen, ja, die hat sich halt den Weg gesucht und wollte hier durch den Bahnhof durch. Und das wollen wir nicht. Jetzt haben wir mal ein bisschen was schon gemacht, nämlich, dass wir von hier kommen, hier ausfädeln, da über die Brücke und dann geht es hier hinten Richtung diesem Depot. Da haben wir aber gesagt, wollen wir auch nicht durch, weil da sind auch schon zu viele Züge unterwegs, sondern wir gehen hier wieder raus. Funktioniert das denn so überhaupt? Da bräuchte nur hier noch eine Weiche. Ich komme ja hier sonst gar nicht mehr ins eigene Gleis, ins andere Gleis rein, dann wäre das eingleisig. Ja, ob das jetzt geht, weil da haben wir je nachdem wieder Tunnelmurks. Und zwar dahingehend, das was wir bei den Brücken haben, mit dem Geländer, das kann bei einem Tunnel passieren, dass da das Dach weg ist. Das hatten wir alles schon. Ich versuche das mal. Wie sieht das aus? Ist da noch alles okay? Ne, das ist eine normale Weiche. Glück gehabt. Gut, also das würde funktionieren. Das müssen wir dann eh nochmal kontrollieren. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ein bisschen vor allem, wie kommen wir jetzt von hier in unser Gleis rein, das wir irgendwo hier unten haben? Die Frage ist auch ein bisschen, welches ist das? Wir sollten auf die Brücke rauf, glaube ich. Die führt uns hier lang. Dann hier in der Mitte hier rüber. Hier ist eh ordentlich Betrieb. Das nehmen wir gleich mal noch kurz mit, wenn die Kamera mitmacht. Jawohl, schönes Bild. Ja gut, da kommen jetzt halt weitere Züge dazu. Das ist natürlich ganz klar. Aber das wollen wir ja auch so. Da hinten kommt schon der nächste. Sehr schön. Also hier lang. Dann werden wir in den Gleisen. Jawohl, und dann geht es hier lang. Und dann können wir hier nämlich Richtung, ja nicht Richtung Güterbahnhof, sondern wieder ausfädeln oder in das Gleis rein. Das führt uns dann in diesen Bahnhof hinein. Mhm. Ja, das wäre soweit richtig. Jetzt müssen wir das nur irgendwie hinkriegen. Und zwar irgendwie, dass das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen cool ist. Mal schauen. Hier folgen und dann hier raus gerade. Ja, und zwar bevor wir auf die Brücke kommen, weil sonst haben wir genau das, was ich vorher schon angesprochen habe. Nämlich, richtig, Geländermurks. Und den wollen wir ja nicht. Jetzt ist das hier aber irgendwie, das hängt nicht schön dran. Das werde ich nochmal kurz wegmachen. Ja, bis nach hier hinten. Und es von hier her bauen. Wenn es geht. Ne, geht genau nicht. Da haben wir irgendwie eine komische Krümmung. Geht das so? Ja, so müsste es doch dranhängen halbwegs. Moment. Irgendwie so plus minus. Sonst, wenn wir jetzt nicht ganz exakt am Gleis dranhängen, ist nicht schlimm. Wir gehören ja gar nicht zu der Linie hier. Das macht nichts. Hier geradeaus düsen. Natürlich dann mit entsprechend Höhe. So funktioniert es nicht, aber so wird es funktionieren. Ja, mit einer Kurve geht es nicht. Das heißt, wir müssen hier erstmal raus, würde ich sagen. Und dann die Kurve machen. Weil wir wollen, wie gesagt, nach da hinten. Vielleicht sogar ein bisschen parallel. Hm, wenn ich das so habe. Das könnte natürlich schon so machen. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir machen hier mal... Wo ist jetzt mein Gleis? Wir machen hier mal den. Das nehmen wir wieder weg. Mir geht es nur darum, dass wir hier tatsächlich irgendwie vernünftig um die Kurve kommen. Und ohne dieses Hilfsmittel ist es, glaube ich, schwierig. So, einmal den. Jetzt würden wir gerne von hier gerne dahin. Jawohl. Einmal hier die Kurve machen, bis sagen wir hier hin. Jetzt gibt es Geländermurks, ist uns egal, weil das Gleis nehmen wir wieder weg. Na, Spiel, Dankeschön. Genau, plus minus so. Jawohl, dass wir dort ans Gleis rankommen. Das finde ich eigentlich schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir da aufpassen, weil ich möchte natürlich dort... möchte hier in die Gleise rein, wieder bevor wir auf der Brücke sind. Machen wir es mal so. Schnappen wir uns einen Bagger. Jetzt wollte ich noch gucken, dass ich das richtige Gleis abreiße. Wenn es irgendwie geht. Na, mach mal weg. Dankeschön. Ist noch nicht weg. Jetzt ist weg. Das noch weg, das noch weg. Und da müsste das doch passen. Es ist allerdings eingleisig, wie man sieht. Da muss ich jetzt nochmal schnell gucken. Wenn wir doch hier rausgehen. Das könnten wir eigentlich schon zweigleisig machen. Dann müssten wir... Wenn wir das so haben, müssten wir im Prinzip da hinten noch raus. Ja, das gefällt mir irgendwie nicht. Sollen wir das hier für diesen Moment eingleisig lassen und hier eine Weiche machen? Ich würde sagen, ja, das gefällt mir eigentlich fast besser. Wir machen das mal. Mal gucken, ob das zweigleisig funktioniert. Warum sollte es nicht? Aber auch gucken, dass das irgendwie wieder hier andockt. So, einmal um eine Kurve rum. Finde ich halt eine schöne Geschichte hier. Dass wir eben nicht durch den Bahnhof durchdüsen. Sondern schön außenrum. Ja, man sieht, das passt auch. Ich denke, das passt jetzt auch bei der Kurve, bei der Brücke. Jawohl.
Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal ein paar Brücken und wir haben hier nochmal ein paar Züge. Halt, das hängt nicht dran. Das ist genau fatal, weil am Schluss funktioniert natürlich die Strecke dann nicht. Das kennen wir. Hatten wir alles schon. So, dann gehen wir hier rein. Ja, wenn es geht, gehen wir hier rein. Und irgendwie müsst es gehen. Aber denkst du, das sind wahrscheinlich... Ich muss das nochmal schnell wegnehmen. Ich schätze mal, da hängen die Gleise nicht schön zusammen. Ja, deswegen komme ich hier nicht raus. Wie sieht es hier oben aus? Da komme ich auch nicht rüber. Okay, dann müssen wir das nochmal schnell kurz uns ansehen. Allerdings, ich möchte das nicht machen, wenn hier der Zug fährt. Der kriegt sonst die Krise. Ja, wir haben halt nirgends die Gleise richtig schön zusammen. Man sieht es, deswegen geht das nicht. Also wenn wir die zusammenklöppeln, müsste eigentlich funktionieren. Herr Zug, fahren Sie mal. Ich habe den Bagger schon griffbereit. So, einmal den hier. Ja, da mache ich glaube ich lieber Pause, weil das ist natürlich ein Eingreifen in die Linien. Das wollen wir so nicht. Das muss mal weg, das muss weg, das muss weg. Reicht das schon? Da müssten wir eigentlich fast schon reinkommen. Ach komm, wir machen das auch noch weg. So, jetzt basteln wir das nochmal hin. Und zwar so. Und so. So, dann hängt es nämlich zusammen. Zumindest in dem Bereich, den wir jetzt neu gebaut haben. Funktioniert sogar. Hier vorne habe ich noch zwei Signale geklaut. Oh, und irgendwo habe ich noch Straßen geklaut und die nicht mehr zurückgegeben, habe ich gerade gelesen. Ja, da müsste man jetzt noch wissen, wo das genau war. Das wäre tatsächlich noch hilfreich. Also hier ist ein Signal. Und wo haben wir denn das andere gehabt? Oder habe ich nur eins gekappt? Hier wäre eigentlich noch ein Sinnig, oder nicht? Doch, hier wo es rausgeht. Gut, das haben wir jetzt natürlich neu gebaut. Also müssen wir das sowieso neu machen. Würde, glaube ich, passen. Ne, neu gebaut haben sie noch nicht. Oh, und jetzt habe ich mir da Signale hingesetzt. Damit ich ja mit den Gleisen hier wieder nicht vernünftig... Oder geht's? Ja, man sieht, jetzt funktioniert. Erstmal die Weiche. Und dann irgendwie da rein. Und schon haben wir es. Wunderbar. Das gleiche hier nochmal. So, das ist eigentlich immer der Trick. Also was heißt Trick? Das ist ja, wenn die Gleise halt nicht zusammenhängen, dann kann man halt da nicht ausfädeln. Gut, also wir fädeln. Das Signal wäre noch richtig. Hier müssen wir dann noch gucken, wie wir das genau... Ne, das ist nicht richtig. Das steht natürlich jetzt falsch. Hier ist eine Weiche. Das heißt, das kommt weg. Ja, ist ein bisschen die Frage, ob wir das jetzt schon machen müssen, weil die anderen Signale fehlen auch noch. Und zwar alle. Ja, irgendwie so. Würde passen. Also, dann sind wir hier in den Gleisen drin. Düsen hier lang. Ich kann wieder auf Play gehen. Ja, das stimmt so. Und dann geht das hier lang. Dann müssen wir jetzt hier oben noch gucken, wo wir hin wollen. Hier gehen Gleise raus. Die gehen tatsächlich hier rein. Das war früher. Nee, hier sind natürlich auch noch Gleise. Das soll hier rausgehen, würde ich sagen. Hier, bei den Gleisen. Das geht dann hier lang. Und dann gehen wir. Ja, wir gucken mal, wo wir noch Platz haben. Ja, hier hätten wir Platz. Wir hätten hier sogar noch einen Platz. Das heißt, wir könnten hier auch noch lang. Da müssen wir wieder die Gleise mitnutzen. Ich würde hier dieses gelbe Ding hier nehmen. Das ist eigentlich soweit okay. Also, dann würde das passen. Da müssen wir irgendwo die Linie 1 haben. Falsch. Richtig. Also Linie 1 haben wir. Ich gehe mal davon aus, dass das in Dortmund noch nicht richtig funktioniert. Sondern dass wir dort Wegpunkte nutzen müssen. Jawohl, hier fährt er halt immer noch durch den Bahnhof durch, wie man sieht. Also, dann wollen wir hier doch zwei Wegpunkte hinklöppeln. Gleis, Wegpunkt, Lö, Hupe. Die ist gut versteckt. Hier, zack. Einmal den. Einmal ein bisschen versetzt, dann kann ich die besser anwählen. Und dann haben wir hier bei Linie verwalten, von Köln kommend. Würden wir gerne in die Richtung. Müsste eigentlich funktionieren. Jawohl, funktioniert schon in beide Richtungen. Ich mache aber sicherheitshalber hier trotzdem den auch noch rein. So, und dann ist das sozusagen in Stein gemeißelt. So, und jetzt werden wir uns das mal von ganz hinten kommend ansehen. Ob das alles seine Richtigkeit hat. Oh, irgendwo haben wir noch in Köln Baumaterial. Genau, Moment, dass hier irgendwie der Zug ins gleiche Gleis reingeht, also dass hier die Liniennutzung falsch ist. Gleich mal gucken. Nö, das hat sich geregelt. Guck mal, das habe ich gerade auch noch gelesen, dass hier in diesem Bahnhof die neue Linie hier da reingeht, wo die alte ist. Also das passt. Das ist kein Problem. Ich möchte noch was anderes schnell schauen. Wenn wir hier schnell gucken, Terminals. 1, 2... 4. Gut, das können wir natürlich noch schnell ändern, dass der hier in die 5 reingeht. Vielleicht habt ihr ja auch das gemeint. Bei den LKWs, dass hier die gleichen Terminals genutzt werden. 1, 2, 3, 4.
4,5 meine ich. Jawohl, jetzt. Das würde soweit passen. Also, dann lasst uns mal schnell gucken. Wie sieht das jetzt hier genau aus? Dieses äußerste Gleis haben wir. Ist das das, was wir wollen? Ja, weil das ist frei. Das passt gut. Also, dann können wir das so machen. Dann geht das so hier lang. Hier haben wir Signale. Es ist zweigleisig. Da haben wir Signale, zweigleisig. Okay, dann geht das hier lang. Überall schön Signale, da müssen wir gar nichts machen. Geht hier rüber. Ist eine schöne längere Strecke. Das darf auch gerne eine schnellere Lokomotive sein dann. Das ist auch noch okay. Jetzt geht es Richtung Dortmund rein. Aha, hier fädeln wir aus. Wir sehen, das haben wir aber auch schon gehabt. Hier stehen die Signale auch schon. Dann einmal hier die Kurve. Einmal den hier. Aha, das ist eigentlich anders, als wir uns das gedacht haben. Wir wollten doch hier unten lang und dann hier ausfädeln. Aber das können wir auch machen. Guck mal. Da hat das Spiel das anders konzipiert. Das ist aber völlig okay. Das machen wir so. Wir müssen nicht unbedingt hier nochmal rein, wo die ganzen Züge fahren. Dann fahren wir besser hier außen rum. Komplett in Ordnung. Jetzt würde ich aber schnell gucken. Da muss das Signal weg. Da steht hinter der Weiche. Sehr gut. Und da müssen wir hier ein Signal haben. Und zwar Tunnel. Welches waren die Tunnelsignale? Nein, nein, nein. Nein. Ja. So, einmal dich. Einmal Tunnelsignal. Hier haben wir auch zwei Signale. Die sind fast ein bisschen zu nah jetzt. Ja, die sind nicht nur ein bisschen zu nah, die sind zu nah. Machen wir euch auch mal weg. Machen wir euch ganz weg und nicht mehr hin. Hier ist halt ein Signal. Das ist auch richtig. Hier ist auch eins, ist auch richtig. Ja, ist ein bisschen eine Gretchenfrage. Ich würde ein Signal setzen, und zwar irgendwo hier. So, plus minus in der Mitte. Gut, dann sind wir hier unterwegs. Jetzt brauchen wir kein Tunnelsignal mehr. Jetzt brauchen wir irgendwas anderes. Nämlich sowas. Zack, da ist ja nochmal ein Signal. Das ist eigentlich auch Käse. Achso, die fahren halt hier durch. Ne, dann ist es nicht Käse. Und das ist ja die Gegenrichtung. Ne, ne, das ist sogar richtig, das Signal. Also, dann halten wir hier. Haben hier vorne mal eins. Dann machen wir hier einen Block hin. Dann machen wir hier keinen Block mehr hin, weil hier ist Feierabend. Dann hier machen wir das hin. Oh, schön hier die Züge wieder. Nicht so schön mit der Liniendingens. Nehmen wir mal weg. Oh, ich liebe es. Das können nicht genug Züge sein. Also, wenn jetzt hier dann nochmal weitere draufkommen, ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich sage das gerne nochmal. Wenn wir Probleme kriegen mit Einfädelungen etc., ja, dann schauen wir uns das an und gucken, was wir machen können. Mir macht das tatsächlich Spaß, dieses Geklüngel. Im Moment sind wir noch nicht so weit. Wir haben tatsächlich überall noch sozusagen fahrenden Betrieb. Jetzt muss ich hier schnell gucken. Ich brauche mal schnell alle Linien. Aha. Okay, der macht das, der macht dies. Hier ist sogar noch ein Gleis frei. Dann brauchten wir dort ein Signal, hier ein Signal. Das ist soweit richtig. Da kann ich die Linie wieder nehmen. Das geht hier lang. Hier haben wir Signale. Alles andere hätte mich auch gewundert. Das geht hier rauf. Dann fädeln wir hier aus, haben hier auch Signale, machen den hier. Und dann geht es dort straight ahead in den... Ne, jetzt geht es aber falsch in den Bahnhof rein. Warum hat sich das denn jetzt geändert? Ja, weil wir natürlich irgendwie da hinten was geändert haben mit Wegpunkten. Wir schauen nochmal. Ne, ne, das ist nicht, was wir wollen. Wo wollten wir denn rein gleich nochmal? Hier ist überall belegt. Hier ist frei. Muss mal gucken, ob das überhaupt geht. Das werden wir gleich rausfinden. Ich könnte natürlich auch erst gucken, ob wir hier überhaupt die Weichen für sowas haben. Oder im Prinzip ist es der falsche Weg. Wir haben gesagt, wir wollen hier lang. Dass wir hier lang kommen. Dann kommen wir hier ins Gleis rein. Ja, nee, da müssen wir hier einfach Wegpunkte setzen. Weil der kommt da... Oder kommt der selber auf die Idee? Doch, der müsste eigentlich auf die Idee kommen, dass er dann hier außen rum fährt. Und nicht das hier nutzt. Wenn wir hier in die... Weiß es nicht. Moment. Wir schauen mal. In die 18 würden wir gerne rein. Das wäre hier. Die 18. Mal gucken, ob es geht oder ob eine Fehlermeldung kommt. Ne, geht. Okay, weil jetzt hat er sich selber tatsächlich dazu entschieden, dass er hier was anders macht und eben entsprechend hier lang fährt. Genau. Jawohl, da fädelt er früher aus. Sauber. Haben wir. Schnell noch gucken. Signale. Hier ist hier unten eins, dann haben wir hier eins, dann haben wir hier eins und hier vorne. Stimmt das überhaupt? Ne, guck mal, hier fährt er falsch. Warum macht er denn das jetzt wieder?
Warum dreht er hier? Das ist genau falsch rum. Nö, ist eigentlich... Nee, doch, ist falsch rum. Er müsste eigentlich hier lang. Wie regle ich das denn? Brauche ich da nochmal irgendwie einen Wegpunkt? Sag mal. Aber warum kommt er denn auf die Schnapsidee? Ist hier irgendwas nicht aktiviert? Machen wir den mal. Nochmal schnell die Linie raus. Was haben wir jetzt? Ist immer noch falsch rum. Er müsste hier lang. Ach, weil er auch... Er fährt natürlich auch so. Was haben wir denn hier gesamthaft? Okay, diesen. Ja, und dann hier vorne diesen. Ich würde sogar fast lassen, weil sonst haben wir hier dann Gegenverkehr. Das ist natürlich auch Käse. Deswegen wechselt er. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Ja, dann mach mal. Wichtig ist, dass du hier vorne in das Gleis reinkommst, wo keiner ist. Da ist keiner. Sehr gut, dann lasst uns mal suchen, was das für eine Regio ist. Das Auge schnell weg. Dann sehen wir... Wo haben wir es denn? Da, 22 Köln-Zapperkuck. Dann wäre es die 23 in dem Fall. Machen wir das weg, das Auge rein. Dann wäre das die Regio 23. 23, Doppelpunkt von Köln. Nach Heisenberg City. Jawohl, dann haben wir die ebenfalls. Zack, jetzt brauchen wir einen Zug. Und ich würde nicht von hier aus fahren. Und wir fahren von dort aus, wo wir angefangen haben zu bauen. Das wäre wieder hier hinten, in Köln, logischerweise. Das ist Los Angeles. Stimmt, die Hybridstrecke haben wir auch noch. Da bauen wir weiter, wenn wir die Strecke befahren haben. Weil jetzt genießen wir natürlich noch die Mitfahrt. Komme ich hier von einem Depot? Von dem hier irgendwie da rein? Nee. Wo muss ich rein? Ja, schon eher nach rechts hier. Hier in den Bereich. Da hätten wir hier ein Depot. Das müsste doch klappen. Hier, da ist ein Depot. Hier rein. Ja, ob ich da... Ob ich da tatsächlich hier in dieses Gleis reinkomme, in dieses gelbe. Das wäre dieses Gleis hier, denke ich. Doch, das müsste eigentlich schon funktionieren. Wisst ihr was, wir versuchen es einfach mal. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn nicht, aber da müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir da nochmal ein paar Weichen machen. Also, das dürfte meiner Meinung nach doch durchaus eine Elektrolok geben. Irgendwas Schnelleres. Nicht was mega Schnelles, was Schnelleres. Der Rheingold. Stimmt das so? Doch, ich glaube, der mit der BR103, der Gell hat noch geschrieben, würde gut nach Köln passen. Lasst uns mal schnell gucken. Die BR103 haben wir schon. Ist ganz klar, aber irgendwie lasst uns das doch machen. Ich glaube, es waren die Rheingoldwagen. Ich hoffe es mal. Ist das hier das Teil von... Wir haben hier verschiedene Versionen. Das eine ist aus der Mod-Werkstatt. Und das ist, glaube ich, die schönere. Kommt, wir nehmen hier die BR103. Die passt hier halt schon hin. Und das ist halt eine extrem schöne Lok. Klar, wir haben die in Dortmund auch schon. Oh, da haben wir wieder die Glocken vom Kölner Dom. Das ist auch so was Schönes. Wie gut das halt einfach ist. Gut, also kommt, wir nehmen das Teil. Und jetzt mal schnell gucken. Passagier. Da war eben das Ganze rein goldmäßig. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht völlig vertan. Nee, Moment. Rheingold, Großraumwagen. Abteilwagen. Machen wir. So, einmal dahinter. Weil das haben wir, glaube ich, nicht. Sondern was wir tatsächlich haben, ist einfach die Lokomotive. Oh, das ist ein bisschen gar lang. Die 203 können wir uns aber leisten. Ja, wenn wir jetzt drei Stück... Ne? Ach komm, wir nehmen drei Stück. Ich weiß, ey, es kann sein, dass wir jetzt Probleme kriegen mit stehenden Zügen. Dann klüngeln wir. Ist ganz klar. Also, dann haben wir hier tatsächlich Kollege Rheingold. Mit der BR103. Sehr schön. Zuweisen wäre dann die Regio 23 Köln-Heisenberg City. Glück gehabt, die Gleise führen uns tatsächlich auf unsere Linie. Oh, es ist halt einfach eine schöne Lokomotive. Danke für den Tipp an Gelle. Ja, dann fährt er hier auch. Da hinten sehen wir nochmal den Dom, wo wir gerade die Glocken gehört haben. Und wir steigen jetzt natürlich ein und fahren mit. Das ist klar. Sollen wir gleich mit dem mitfahren? Ich würde mal sagen, ja. Schön, wie er schlängelt. Gefällt mir hervorragend. Ich finde halt einfach diese BR103 extrem cool. Das ist aber eine extrem schöne Lokomotive. Lasst uns mal einsteigen und uns mal drehen und mal gucken, wie der hier in den Bahnhof reinfährt. Ich glaube nicht, dass wir schon Fahrgäste haben, das ist aber egal. Da fällt mir ein in Dortmund, es stand auch mal noch in den Kommentaren, dass in Dortmund sehr viele Leute stehen.
müssen wir uns auch mal noch ansehen, ob wir da irgendwas machen können in Sachen Linien verstärken. Sehr schön, wie hier der andere Zug gerade noch reinfährt. So, wie wir sehen, da steigt noch keiner ein. Aber ich denke, das sind beides große... Oh, da haben wir die Glocken wieder. Ich finde es extrem cool mit diesen Glocken. Das hat extrem was. Das ist was ganz Kleines. Das ist aber eine Sounddatei. Oh, aber wie gut das ist. Weil das ist halt das Geräusch, was man natürlich kennt aus der Realität. Dass man halt mal Glocken hat. Dass da nicht schon eher einer draufgekommen ist, finde ich erstaunlich. Also, dass man... Wir haben ja Kirchenmods. Dass man dort halt auch tatsächlich das Gebimmel hat. Lass mich mal schnell hier einsteigen. Bisschen Höhe. Ja, ist okay. Wir sind halt auf der Brücke. Ich kann gerade nichts machen. Ah, ey. Ey, sag mal. Dieser Brückenbug, dieser komische mit der Kamera. Ich kann im Moment das Innenleben nicht zeigen. Das heißt, wir schauen uns nochmal diese Brückenfahrt an. Jetzt sind wir weg von der... Ne, wir sind ja immer noch auf der Brücke. Also ganz ruhig, Eisenberg. Langsam. Und dann einsteigen, sobald ich kann. Ein schönes Bild. Ist halt auch eine schöne Brücke. Aber eben, auf der Brücke irgendwas mit einer Kamera machen, ist irgendwie mittlerweile komisch. Funktioniert nicht. Ja, da ist auch der Führerstand. Okay, guck mal. Nicht massiv gut aufgelöst, das ist aber komplett egal. Das sieht stark aus. Die Wagen haben wir uns auch schon angesehen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir hier mit den Rheingoldwagen unterwegs sind. Ach, das sind diese Abteilwagen. Okay. Gut. Die geben wir uns mal aufs Dach rauf. Und genießen die Mitfahrt. Noch mal ein bisschen Höhe, bitteschön. Hey, das war wieder zu viel. Und das ohne, dass wir auf einer Brücke sind. Noch mal ein bisschen runter. Ja. Jetzt gefällt es mir. Sehr schön. So, wir fädeln hier ein. Der, ich glaube, das war der Stadler Kies. Der muss da warten. Das ist aber in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, solange wir fahren können, ist alles in Ordnung. Weil das stimmt natürlich nicht. Die sollen alle irgendwie sich halbwegs bewegen können. Bei Einfädelungen ist es aber halt möglich, dass wir dann tatsächlich doch mal ein bisschen Wartezeit haben. Damit können wir leben. Genau, jetzt geht es hier aber eben viergleisig rüber. Das könnte hier sogar die Heisi-Lok sein, da vorne. Und diesen orangen Einheitswagen, den österreichischen. Ja, ist es auch tatsächlich. Guck mal. Der wartet schnell. Und wir haben freie Fahrt. Haben wir das nicht sogar eh selbst gebaut? Selbst gebaut haben wir alles. Haben wir das nicht eh gerade frisch gebaut hier mit den vier Gleisen? Das könnte sogar sein. Wir müssen schnell warten, da ist ein Güterzug unterwegs. Da kommt der Holländer daher gerauscht. Und dann haben wir ein Autosave. Ja, auch damit müssen wir leben. Dass wir warten müssen und dass wir halt ab und zu ein Autosave haben. Die gehen ja schnell durch. Also wenn man bedenkt, was hier alles drauf ist, was hier gespeichert werden muss, ich staune immer wieder, wie schnell sowas geht. Dass man das dermaßen schnell tatsächlich gespeichert hat. Gut, wir können fahren. Haben wir hinten jemanden, der wartet? Ja, die Heisi-Lok. Er muss halt bremsen. Gut, das ist auch kein Drama. In Dortmund werden wir keine Probleme haben. Da kommt eh gerade der Kollege. In Dortmund werden wir keine Kollegen haben. Ja, Eisenberg. In Dortmund werden wir keine Kollegen haben. Doch, ich hoffe schon. In Dortmund werden wir keine Probleme haben. Ja, weil wir eben nicht durch den Bahnhof durchdüsen, sondern da eine Umfahrung gemacht haben, eine vernünftige. Die ist zwar eingleisig, aber trotzdem, das müsste... Nee, die Blödsinn ist die eingleisig. Wir haben es ja noch zweigleisig gemacht. Nö, nö, das stimmt schon. Das ist sogar zweigleisig. Am Arbeiten. Wo haben wir denn unser Köln? Das wird noch ein paar Meter wahrscheinlich dauern. Oder wird sie noch ein paar Meter dahin ziehen, während hier wieder der Holländer entgegenkommt. Tag, Kollege. Und wir tatsächlich fahren können. Mit 130. Ja, das ist stattlich. Leute haben wir tatsächlich keine drin. Okay, aber ich denke, wenn wir jetzt irgendwie in Heisenberg City ankommen, dort werden wahrscheinlich die ersten Gäste einsteigen und den Weg zurück nach Köln antreten. Da bin ich fast sicher. So, lasst uns vielleicht mit der Kamera doch nochmal kurz hier den machen. Oh, wie performant das Ganze ist, wenn man hier ein bisschen am Fluss ist. Das wird dann, wenn wir durch... Huch! Das wird dann, wenn wir durch Dortmund durchdüsen, beziehungsweise diese Umfahrung nutzen, dann geht das Performante dann relativ zügig mal flöten. Das ist ganz klar. Aber hier ist es gerade sehr schön. Auch nett mit den Kesselwagen. Ja, und halt auch nett, dass tatsächlich eben die Güterzüge hier die Gleise mitnutzen, der Personenzüge. Das ist immer wieder schön.
Und es ist einfach ein schönes Bild hier, wie sich hier die BR-103 mit den Rheingoldwagen durch den Schnee pflügt. Herrlich. Und Licht hätten wir auch, wenn es jetzt noch ein bisschen eindunkeln würde. Was es halt leider nicht macht. Das wäre schon sehr nett. Wohin fahren wir gerade? Ah, wir sind eh in der Nähe von Dortmund, glaube ich. Dann fädeln wir hier dann gleich mal aus. Genau, guck mal, hier geht es Richtung Tunnel und Bahnhof. Steigen wir mal wieder ein hier. Ein bisschen Höhe hier nach vorne. Ein bisschen rüber noch. Es ist tricky hier mit der Cam. Oh, ihr merkt es. Ich bin wild am Hin- und Herfuchteln, weil ich die Mitte nicht erwische. Jetzt habe ich sie halbwegs. Gut, auch hier haben wir, ja, auch hier haben wir, das ist das, was ich angesprochen habe. Dass wir hier halt tatsächlich ziemlich Ruhe haben. Schön, hier sollte wirklich gar keiner stören. Wie gesagt, das ist eigentlich eigenes Gleis. Also hier dann nicht mehr. Ganz klar, hier gehen wir in ein fremdes Gleis rein. Aber vorne gehen wir ja gleich wieder raus. Wir nutzen dieses Tunnel nur ein bisschen. Das hätte man vielleicht sogar noch so bauen können, dass wir hier nochmal... Ja, halt tatsächlich mit zwei Gleisen nochmal einen Tunnel machen. Dass wir in die Gleise gar nicht reingehen. Aber ich finde die Lösung jetzt hier so falsch auch nicht. So, einmal rüber. Dann ist es hier ganz kurz eingleisig. Und wird hier aber gleich wieder zweigleisig. Sehr nett. Das können wir uns nochmal von hier aus ansehen. Ja. Sauber. Macht er gut. Macht er genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. So, da unten fährt einer durchs Depot durch. Genau, das wollten wir eben auch nicht, weil eben, sonst hätten wir da jetzt, ja, da würden wir jetzt warten, sage ich ganz klar. Je nachdem, wenn das da wieder ein eingleisiger Bereich ist, dann haben wir dort wieder eine Wartezeit. So, das ist auch eigenes Gleis. Da düsen wir da unten dann ins andere Gleis rein und dann sind wir eh schon auf dem Weg nach Heisenberg City rein. Das ist dann nicht mehr so weit. Hier die Brücke, die wir gerade noch gebaut haben. Das ist eigentlich gut geworden. Kein Murks mit dem Geländer, weil wir eben nicht andocken, sondern da ein Gleis dazwischen hatten, das wir dann abgerissen haben. Oh, guck mal, hier ist aber auch was unterwegs. Wir können ja mal ein bisschen Höhe generieren. Ja. Ist noch ausbaufähig. Ja, wobei, da kommt noch mal einer. Das ist eigentlich tatsächlich okay. In die Richtung ist dann Feierabend. Ein bisschen schwierig, hier die Kamera zu drehen. Schnell rauf, bevor wir auf der Brücke sind. Zelt, der Damm zählt hat auch schon als Brücke. Da unten ist gerade der Inno noch unterwegs. Machen wir es so. Weil da kann ich nichts exakt machen. Also das klappt auch, ohne das wir warten. In Heisenberg City selber. Boah, da kann es natürlich sein, dass wir da kurz warten müssen. Da sind dann doch ein paar Züge unterwegs in den Bahnhof rein. Wir werden sehen. Jetzt nutzen wir hier tatsächlich... dieses, wie soll man dem denn sagen hier? Das ist irgendwie einer der coolsten Punkte der Map, finde ich. Hier mit dieser Brücke über die ganzen Brücken rüber und so weiter. Hier mit diesem geschwungenen Dingens. Können wir da einen Namen geben? Habt ihr da eine Idee, wie wir das nennen könnten? Ist das irgendwie ein Gleisdreieck? Ist das nicht? Oh, schön, wie die ganzen Züge gerade kommen. Das sieht halt einfach cool aus, finde ich, wenn hier die Züge langfahren. Hier oben ist dann schon wieder Feierabend mit dem Ding. Ja, da sehen wir nicht mehr viel. Und jetzt haben wir tatsächlich rot. Da vorne steht auch einer. Haben wir jetzt den ersten Problempunkt gefunden? Das werden wir gleich sehen. Da unten ist der Eno. Der fährt, wir fahren nicht. Und da vorne steht einer. Liebe Freunde, wir steigen mal kurz aus. Würde ich vorschlagen. Aha, hier kommt einer daher. Der wartet. Ja, nee, das ist noch kein Problem, denke ich. Schön. Weil der fährt ja jetzt. Ich dachte, da vorne stehen vielleicht mehrere Züge. Dem ist aber nicht so, weil wenn der andere fährt da vorne, können wir natürlich auch fahren. Nochmal einmal ein bisschen Höhe generieren. Nochmal ein bisschen nach vorne. Und dann fahren wir. Ja, das ist natürlich für die Leute, die hier mit dem Auto unterwegs sind, ist es natürlich Käse. Weil diese Schranke hier, die ist wahrscheinlich dauergeschlossen. Ja. Da müsst ihr mit leben. Das wäre in der Realität wahrscheinlich etwas, wo man dann doch mal sich überlegt, ob man nicht vielleicht eine Unterführung noch baut irgendwie oder irgendwie sowas in der Richtung. Aha, wir düsen hier lang. Ist das denn richtig? Doch, wir fädeln ja erst beim zweiten Ding aus. Hier oben, jetzt geht es links weg. Weil diese Gleise, die führen uns eigentlich
wenn wir jetzt hier geradeaus fahren würden, würde das doch Richtung Güterbahnhof gehen. Ja, genau. Also hier links am ICE vorbei, der hier auch noch kurz warten muss. Das ist aber auch nicht so schlimm, das ist nicht ein ICE mit Hochgeschwindigkeit, das ist ein ICE, den wir ja als Bummelzug vielleicht schon nicht. aber halt nicht als kompletten Schnellzug konzipiert haben. So, einmal Kurve und dann geht das hier einmal in den Bahnhof rein in Heisenberg City. Sieht eigentlich auch gut aus. Das sieht so aus, als hätten wir freie Fahrt. Überall ist es gelb, so wie sich's gehört, oder grün wahlweise. Sehr nett. Hier noch Kollege Tunnel. Auch nett, dass es vom Tunnel in den Bahnhof reingeht. Und wir düsen hier, glaube ich, einfach straight ahead geradeaus. Genau, und düsen dort in unser Gleis rein. Sehr cool, funktioniert alles hervorragend. Jo, morgen. Ich würde sagen, morgen sicher beginnen, wahrscheinlich mit dem Bau der Hybridstrecke. Das Ding kriegen wir fertig morgen, denke ich. Und dann aber vielleicht nochmal, ja, von Köln aus irgendwo Richtung ein Städtchen, das auch eher neu ist, dass wir da nochmal eine Regio bauen. Oder vielleicht mal wieder eine IR über drei Städte, das schauen wir uns an. Und dann werden wir aber auch nochmal zum Baumaterial zurückkommen. Wir haben noch Städte, die noch Baumaterial brauchen und da haben wir ja in den letzten Folgen eine Fabrik angeschlossen und stellen Baumaterial her. Jetzt möchte ich hier noch schnell gucken. Steigt jemand ein oder wie sieht das aus? Ja, doch, sechs Leute. Na, das ist doch wunderbar. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Komm, wir gehen raus. Wir sagen so Tschüss, wie wir es immer machen. Hier mit der stehenden Kamera. Gefällt mir besser. Also, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Jetzt habe ich es auch mit der Kamera. Macht's gut, bis denne. Tschüss, bye bye.